Herzlich willkommen zur Folge 892 von Elder Scrolls Online. Heute ist immer noch Montag, der 6. November 2023, nachts 1:34 Uhr, aber gut, was man halt macht, wenn man nicht zur Ruhe kommt. Ja, wir sind gerade dabei, die Einführungsquest, die Prolog-Quest für High Isle, also für die Hochinsel zu machen. Und unser Hochinselbegleiter Funke ist hier auch mit dabei. Ich finde das einfach passend, wenn uns einer von den beiden Begleitern von Hochinsel begleitet. Ich werde sicher auch Isobel Veluise noch mit auf dieser Reise mitnehmen. Und wir schauen uns mal die Aufgabe an. Emporstrebender Zweifel. Ich habe einen Brief von Fürstin Arabella d'Ovoo erhalten, in dem sie mich bittet, ihren Mittelsmann Jakarn in Eldenwurz, Wegesruh oder Gramfeste zu treffen, je nachdem, welcher Allianz ich angehöre. Sie möchte, dass ich ihm bei einer Angelegenheit helfe, die für alle Allianzen von großer Bedeutung ist. Ich sollte Zain Sipilu auf der Suche nach Jakans Freundin Valessea betreten. Jo, mit dem Kontakt Tarazka, der da hinten immer noch mit Jakan rumsteht und an dem Baum mit der Münze spielt, haben wir in der letzten Folge noch gesprochen. Der hat uns Informationen über Valessea gegeben, über Jakans hochelfische Freundin. Und wir wollen jetzt eben. Ja, das ist also eben dieser Tarazka. Und wir wollen jetzt zusammen mit Jakarn hier nach Taisipilu. Oder wie hieß das jetzt gerade eben noch? Zainsipilu. Ja. Weißt du, sieht nach Mine aus, ist als Gewölbe gekennzeichnet. Seine Feuchtigkeit, die vulkanische Hitze und die natürlichen Belüftung machen Zain Sipilu zu einer ungewöhnlichen, üppigen, unterirdischen Bla-Leberkäse. So, schauen wir uns das mal auf der Map an. Was haben wir hier zu tun? Sucht nach dem Versteck des Ordens der Emporstrebenden. Sprecht mit Jakan, da sind wir gerade. Und den Boss da nehmen wir noch mit. Auch wenn ich den Set brauche, aber wir haben immer noch das Hexenfest am Laufen. So, Jakan und ich müssen nach Hinweisen auf dem Orden der Emporstrebenden und nach der Laterne suchen, die Tarazka in der Nähe der Höhle zurückgelassen hat, in die sie verschwunden sind. Dann machen wir das mal. Ich schalte mal um auf die bequemere Controllersteuerung. Der Orden der Emporstrebenden muss hier irgendwo ein Versteck haben. Tarasca sagt, er hätte eine Laterne am Eingang gelassen, oder? Sehen wir uns nach Spuren von Valessea um. Was erwartet ihr, was wir dort drin finden? Irgendetwas. Haltet einfach nur die Augen offen. Und kümmert euch um alles, was uns erstechen, verbrennen oder fressen will. Denkt daran. Tarasca meinte, er hätte eine Laterne an einem von Ranken verdeckten Höhleneingang zurückgelassen. Ich werde die Augen offen halten. Gehen wir. Gut. Buffhut. Ich habe kein Buffhut mehr. Unten rechts sieht man nur noch einen Buff laufen. Und dann nehmen wir mal das Gebräu der Hexenmutter, passend zum Hexenfest. Gut, dann wollen wir mal. Ja, Funke ist als Tank ausgerüstet. Oh, die könnte ich mal umrüsten und sonst sie die nächste Waffe lernen lassen. Aber gut, jetzt in dieser Folge lassen wir sie nochmal als Tank, aber da muss ich überlegen, wer dann als nächstes tankt, wenn Funke das nicht mehr macht. Ich halte euch den Rücken frei. Schnappt sie euch. Ich muss mal kurz was checken. Habe ich ihr eine Ulti zugewiesen eigentlich, wenn sie Soll Level ich etwas 20 für euch ist? saugen? Nein, auf Gefährtenstufe. Ach so, sie ist noch nicht Gefährtenstufe 20. Da ist er erst 16. Okay, hat sich erledigt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Streunender Nixhund. Mach brav Sitz. Na gut. Doch ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Sag mal, ich habe doch auch einen Froststab, oder? Warum nehme ich nicht den? Damit kann sie doch viel mehr anfangen, weil sie doch als Hüter einen Frostbonus hat. Gesetz von Julianus. Da. So.
Sie hat ja als Hüter einen Frostschadenbonus. Das sieht aus wie ein Stück von Valiseas Robe. Beziehungsweise dieser Farbe immer toll aus. Das hier funktioniert dann besser. Nicht dran sein. Mit Iskramor mit dem Set von Iskramor wäre es natürlich noch eine Nummer stärker. Das machen wir jetzt auch. Weil Iskramor nämlich den Frostschaden nochmal verstärkt. Da, wo steht's denn? Fügt 391 Magie und Waffenkraft zu euren Kältefähigkeiten hinzu. Gut, dann machen wir das so jetzt. Macht, glaube ich, Sinn. Das wird lustig. Funke freut sich wie ein Schnitzel. Und jetzt wissen auch alle, wie sich ein Schnitzel freut. Ach, das ist die Höhle, wo wir sonst diese Mondzuckerplantage finden. Das ist doch hier, oder? Also es gibt, wir sind hier in Wadenfell. Normalerweise ist es nicht üblich, hier Mondzucker anzubauen. Aber ein findiger NPC hat es geschafft, hier tatsächlich Mondzucker einzuschmuggeln auf Wadenfell. Das stammt ja von weit weg, aus dem Elsweier-Gebiet, Schnittermark, Elsweier. Da findet man normalerweise Mondzucker. Und ein findiger NPC hat es geschafft, das hier anzubauen. Und ja, wenn man die Story kennt von dieser Höhle, die hier versuchen, das Geschäft mehr oder weniger zu übernehmen, wenn ich das mal ganz kurz zusammenfasse. Und wir haben sie damals, als wir diese Quest erledigt haben, daran gehindert. Ja, eigentlich ist Funke ja Magier, ne, von den Fähigkeiten her, aber momentan, ich brauchte einen Tank und das macht sie eigentlich überraschend gut, ja. Ich habe mit ihr auch schon die Kanalisation von Wegesruh auf Wett getankt, gemacht und sie hat getankt. Ich musste sie zwar permanent heilen, man muss halt wissen, dass die Begleiter keine Mechaniken spielen können, aber wir sind durchgekommen, es hat funktioniert. Also, unser Tank ist damals kaum, dass wir die Inni betreten hatten, sofort abgesprungen. Ich weiß nicht warum. Manche haben halt komische Vorstellungen. Sieht aus, als hätte es hier ein Getümmel gegeben. Gleich zu Beginn schon. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen mit. Sorry, jetzt habe ich dem reingequatscht. Ich hoffe, es war trotzdem zu hören. Ja, also Funke kann tanken. Sie kann aber keine Mechaniken spielen. Das können sie alle nicht, die Begleiter. Muss man wissen. Und wenn die Aufgaben auch ohne Mechaniken lösbar sind, dann muss man halt dafür sorgen, dass es irgendwie anderweitig funktioniert. So. Ist das... Das ist Questrelle nach Nachricht des Ordens der Emporstrebenden. Emporstrebende Verfechterin, wir haben eure Befehle befolgt und die Hochelfenmagierin entführt. Hat sich auch ganz schön gewehrt. Knappe Auberon hat sich dabei eine blutige Nase eingehandelt. Aber wir haben die Medaillons. Wir bringen sowohl die Magierin als auch die Medaillons zum Versteck, wie ihr befohlen habt. Emporstrebende Verfechterin, hm? Mir gefällt gar nicht, wie sich das anhört. Mir auch nicht. Na gut, wir sollen immer noch nach Hinweisen suchen. Dann tun wir das. Ja, und da haben wir die besagte Mondzuckerplantage, beziehungsweise einige junge Pflanzen auch dabei. Ihr schafft das, oder? Hier. Da haben wir. Das sind wohl Mondzuckersetzlinge, würde ich vermuten. Obwohl die Blätter sind anders. Nee, wahrscheinlich, ja. Ich brauche Heilung. Den unterbrechen wir mal. So. Genau. Berühmte letzte Worte. Uah! Das ist so viel besser.
lesen. Der Funk hat so ein sonniges Gemüt. Ihr schafft das. Doch ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Funko, du darfst den letzten Schlag machen. Danke. Der Trick ist alt. Würde ich auch so sagen, kann ich nicht widersprechen. Abgeschlossen, sucht nach dem Versteck des Ordens der Emporstrebenden, betrete das Versteck des Ordens der Emporstrebenden. Dann tun wir das. Das müssen sie nachträglich hinzugefügt haben, als die Hochinsel reingepatcht wurde. Die Mitglieder des Ordens der Emporstrebenden geben, ja, bei Interesse Pause-Taste drücken und lesen. Euer schneidiger Held ist hier, um euch zu retten. Er kann es nicht lassen, die Angeberei. Das ist eine seltsame Eigenschaft, die ihm irgendwann mal zum Verhängnis wird. Irgendwann baggert er die falsche an. Wenn er meine Freya Urtrun zum Beispiel anbaggert, dann tut's mal kurz Patsch und dann liegt er nämlich da. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ist hier jemand draußen? Lasst mich hier raus, hat sie gesagt. Euer Held ist hier. Er trägt ganz schön dick auf, alles was recht ist. Hä? War der nicht gerade noch hinter mir? Wie hast du denn das gemacht? Ich hätte nicht gedacht, dass mich hier jemand finden würde. Am allerwenigsten Jakan. Doch ich bin euch beiden dankbar. Die Einladungsmedaillons. Jakan sollte sie für Fürstin Arabelle abholen. Aber der Orden der Emporstrebenden hat sie gestohlen. Wir müssen sie zurückholen. Erzählt mir, was geschehen ist. Ich hatte gerade meine Arbeit an den Einladungsmedaillons für Fürstin Arabelle abgeschlossen, als der Orden der Emporstrebenden in meine Werkstatt stürmte. Man entführte mich, nahm die Medaillons, fesselte mich und ließ mich hier zurück. Man stellte mir überhaupt keine Fragen. Ich verstehe das nicht. Wohin haben Sie die Medaillons gebracht? Das weiß ich nicht sicher, doch die Gruppe hat sich aufgeteilt, als wir hier ankamen. Ein paar schleiften mich hierher, die anderen gingen tiefer in die Höhle. Sie müssen die Medaillons dorthin mitgenommen haben. Es waren insgesamt 5 Medaillons. Bitte findet sie! Ich werde die Medaillons finden. Gebt mir einen Moment, dann helfe ich euch, nach den Medaillons zu suchen. Es ist extrem wichtig, dass wir sie zurückbekommen. Die vom Orden der Emporstrebenden müssen sie tiefer in die Höhle hineingebracht haben. Könnt ihr mir sagen, wofür diese Medaillons sind? Ich sollte eigentlich nichts dazu sagen. Ich würde dies lieber Fürstin Arabelle überlassen. Ich kann euch jedoch verraten, dass die Medaillons Einladung sind. Verzaubert. Damit sie auf Wunsch von Fürstin Arabelle dem Träger Zutritt zu einem geheimen Ort gewähren. Wisst ihr, weshalb der Orden der Emporstrebenden sie will? Nein, sie haben kaum von mir Notiz genommen, wenn man vom Umstand meiner Entführung absieht. Und eins könnt ihr mir glauben, ich war hartnäckig. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt von den Medaillons erfahren haben. Doch ihre emporstrebende Verfechterin schien sehr gut informiert zu sein. Wisst ihr irgendetwas über die emporstrebende Verfechterin? Nur, dass sie bei dieser Sache eindeutig das Sagen hatte. All die sogenannten Ritter, die mich herumgeschubst haben, unterwarfen sich jedem ihrer Befehle. Sie ging tiefer in die Höhle mit der Gruppe, von der ich glaube, dass sie die Medaillons hat. Woher kennt ihr diesen Schürzenjäger, also Jakarn? Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Er wäre nicht so gut im Gedächtnis geblieben, wenn er nicht so entschlossen gewesen wäre, meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Seine Avancen waren natürlich harmlos, aber durchaus hartnäckig. Trotzdem freue ich mich, ihn zu sehen. Ich bin dankbar für die Rettung. Ja gut, er hat schon ein paar gute Eigenschaften, aber was die Avance betrifft, davon kann Farinil ein Lied singen. Er glaubt, ihr vergöttert ihn. Ist das so? Das überrascht mich nicht. Jakan ist die Sorte Mensch, die meint, alle anderen wären von jedem seiner Atemzüge verzaubert. Und das sind manche sicher auch. Ich gehöre allerdings nicht dazu. Er ist zumindest amüsant.
aber fast schon unerträglich. Ich weiß, was du meinst. Ja, das wird ihn jetzt schwer getroffen haben. Ihr fangt an, die Medaillons aufzuspüren. Valessia und ich holen euch dann gleich ein. Ich will sicherstellen, dass ihr durch all dies nicht zu aufgewühlt ist. Ich bin dann die ansehnliche Schulter zum Ausweinen. Meine Schulter ist ansehnlich, oder? Ja, ich bin nicht so sonderlich beeindruckt. Calrissias Schultern sind breiter, glaube ich, und es ist eine Drachenritterin. Was soll ich jetzt tun? Valessia erwähnte, dass sie mit den Medaillons hergebracht wurde, doch sie wusste nicht, was mit ihnen geschehen ist, nachdem sie eingesperrt wurde. Ich sollte nach Hinweisen tiefer drinnen im Versteck des Ordens der Emporstrebenden suchen. Jo. Ah ja, also da liegt noch ein Zettel, den ich noch nicht gelesen habe. Befehle der Emporstrebenden, ja, muss ich nachholen. Sonst muss ich später umständlich nochmal hierher pilgern. Gut. Controllersteuerung. Ach, vielleicht ist das auch jetzt erst erschienen. Weil das ist genau da, wo ich suchen soll. Und tschüss. Genau, sage ich auch immer. Nur bei mir hat das Konsequenzen. Kommt noch mehr. Genau, sag ich doch. Gänsefleisch mal den Brief lesen. Satz mit Gänsefleisch. Bringt die Medaillons zur Sarelot-Grotte, wo wir treffen uns dort. An den Docks am Ende der Kavernen sind immer ein paar Boote. Nehmt, was da ist und trödelt nicht. Die emporstehende Verfechterin. Da seid ihr ja, Hübsche. Habt ihr die Medaillons gefunden? Lasst es Valessia wissen. Kannst du mal aufhören, mich anzubaggern? Ist er krankhaft schon? Ich habe zwar die Medaillons nicht gefunden, aber eine Nachricht, die vom Orden der Emporstrebenden stammt. Ich sollte das mit Valessia besprechen. Das wird langsam zum Running Gag hier. Ach, ich kann es kaum erwarten, hier herauszukommen. Der Orden der Emporstrebenden muss sich für vieles verantworten. Bitte sagt mir, dass ihr die Medaillons gefunden habt. Nein, aber ich habe diese Schriftrolle gefunden. Lasst mich einmal sehen. Da ist wieder diese emporstrebende Verfechterin. Fürstin Arabelle wird davon erfahren wollen. Doch ich kenne diesen Ort. Die Sarelot-Grotte. Wo ist die Sarelot-Grotte? Sie liegt auf Wardenfell. Aber sie hatten leider nicht erwähnt, wo genau in der Grotte sie die Medaillons hingebracht haben. Ich glaube, ich habe etwas, was euch dabei helfen könnte. Hier, nehmt diese Muschel. Wie wird mir eine Muschel helfen, die Medaillons zu finden? Es ist nicht nur eine Muschel. Ich habe sie mit derselben Magie wie die Medaillons verzaubert. Wenn ihr euch auf die Muschel konzentriert, leuchten die Medaillons kurz auf. Hier, ich markiere die Grotte auf eurer Karte. Und die in der Schriftrolle erwähnten Boote sollten in der Nähe sein. Genau, ich konzentriere mich auf eine Muschel. Naja, das ist auch nicht seltsamer, als mit einem Handy zu reden, mit einer Schachtel in der Hand. Ich gehe zur Sarelot-Grotte und verwende die Muschel, um die Medaillons zu finden. So. Wenn das einer sehen würde, wenn wir mit so einem Handy reden, der meinetwegen noch nie ein Handy gesehen hat, der würde wahrscheinlich denken, du tickst nicht richtig, redst mit einer Schachtel. So kommt mir das mit der Muschel hier auch gerade vor. Momentan ist es ja bei uns Mode, mit so einem Ding im Ohr, so eine Art, das hat so eine Art Antenne, so, ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen, mit so einem Ding im Ohr rumzulaufen und du meinst, die Leute reden mit sich selber, aber wahrscheinlich ist das irgendwie ein Handyadapter oder so, irgendwie so. Ich habe selber keine Handy, ihr werdet es nicht glauben, aber will ich nicht, brauche ich nicht. Deswegen kann ich euch gar nicht sagen, was das jetzt für Dinger sind, aber sie reden mit diesen Dingern, also müssen sie wohl auf diese Weise mit ihrem Handy kommunizieren können. Klingt albern, ich weiß, aber ja. Ich brauche sowas nicht.
Wüsste nicht. Ich bin die ganzen Jahre ohne so einen Krampf ausgekommen. Ich muss sowas nicht haben. Will gar nicht immer erreichbar sein, das wäre für mich der Horror. Wenn ich jederzeit von jedem angerufen werden könnte, nö, will ich gar nicht. So, ich muss Jakan an der Sarilot-Grotte treffen, damit wir die gestohlenen Medaillons aufspüren können. Wo muss ich als nächstes hin? Ach, das ist ja gar nicht weit, okay. Schaut uns nur an, auf dem Weg in ein Abenteuer. Genau. An den Ort erinnere ich mich gar nicht und ich dachte, ich kenne schon alles auf Wartenfell, aber irgendwie bin ich noch nie auf diese Weise hierher wahrscheinlich bin ich schon hier gewesen und vorbeigelaufen, aber noch nie so durch diesen Torbogen. Pass auf, nicht im Schlick stecken bleiben. Ich habe fast einen Stiefel verloren. Oh nein, du Ärmster. Wir werden alle sterben. Er hat einen Stiefel verloren. Willkommen am Hinterteil des Nirgendwos. Dies ist der Ort, den Valisea mir beschrieben hat. Der Eingang zur Sarelot-Grotte. Die 5 Medaillons müssen irgendwo dort drin sein. Wir müssen uns beeilen und sie zurückholen. Ihr habt noch diese Muschel, die Valisea euch gab, oder? Ja, ich habe die Muschel hier bei mir. Gut, das wird uns helfen, die Medaillons zu finden, sobald wir hineingelangt sind. Valisea sagte, die Medaillons leuchten, wenn man sich auf die Muschel konzentriert. Ich vermute, der Orden der Emporstrebenden wird es uns nicht leicht machen. Das tun Bösewichte nie. Was für eine Art von Widerstand ist eurer Meinung nach zu erwarten? Das lässt sich nicht sagen. Doch wenn wir die emporstrebende Verfechterin treffen, wird sie dafür bezahlen, die wunderschöne Valisea gefesselt zu haben. Solche Übergriffigkeiten sind nur angebracht, wenn beide Seiten daran Interesse haben. Denkt auf jeden Fall daran. Unser vorrangigstes Ziel ist es, diese 5 Medaillons zurückzubekommen. Gut, das kommentiere ich jetzt nicht, dass die Anspielung da. Ich werde euch in der Grotte treffen. Wenn beide Seiten darin Interesse haben, was soll das denn sein? Fesselspiele. Ja. Der hat doch ein. Ja. Der Typ hat echt Komplexe. Gut, das ist nicht weit, also nicht lang. Das schaffen wir vielleicht noch in 8 Minuten. Benutzt die Muschel und seht, ob sich ein Medaillon in der Nähe befindet. Ich halte euch den Rücken frei. Schnappt sie. Ich sehe ja, genau, mach das. Etwas. Bestimmt ist es eine Seemuschel, deswegen konntest du sie auch sehen. Höhö, Flachwitz. Verwitterte Truhe. Einladungsmedaillon. Ein schweres, runenbedecktes Medaillon, das an einer goldenen Kette hängt. Valisea ist ebenso brillant wie schön. Die Muschel zeigt Wirkung. Nun lasst uns die anderen finden. Ich wette, der Typ baggert sogar einen Hexenraben an, wenn nichts anderes da zum Anbaggern ist. Stell mir das gerade bildlich vor. Ach, du machst mir schöne Augen. Ihr schafft das, oder? Ich schon. Mach dich auch mal nützlich. Na Troll, ein Troll. Nee, andersrum. Ich wüsste da einen Hexenraben im Krähenwald in Steinfälle, der gerne menschliche gesehen, also die gerne menschliche Gesellschaft hat. Wäre das was für dich? Soll ich mal vermitteln? Hm? Schauen wir mal. Weil es das Muschel. Hier könnte etwas sein. Da ist eines. Na also. Ich gebe jetzt mal ein bisschen an. Ja, mach das, Funke. Beeindrucke mich. Noch ein Einladungsmedaillon.
Da spricht ein NPC mit der Stimme von Nuzime. Das ist ein bisschen verstörend. Ihr schafft das. Doch ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ja, ja, genau. Ihr schafft das schon. Wieso muss ich gerade an Nasis Tränen denken? Du sollst mit dem Spieß nicht vor meinem Gesicht rumfuchteln, sondern Gegner angreifen. Zum Glück habe ich Funke dabei. Verwendet wieder die Muschel und haltet die Augen nach etwas Leuchtendem offen. Ich sehe da drüben etwas. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass das da oben ist. Ja. Macht der eigentlich was oder hält der nur Maulaffenpfeil? Der steht da mit seinem Fuchtelspieß und guckt. Und gibt komische Tipps, von wegen ihr schafft das, oder? Und wenn nicht, dann bin ich weg, oder was? Dann verpiss ich mir. Und setze die Propositionen falsch. Hier könnte irgendwo ein Medaillon sein. Setzt die Muschel ein und sucht nach etwas Leuchtendem. Ah, da ist die schleichende Mistwand. Ihr schafft das. Doch ich bin hier, wenn ihr mich braucht. So, verwitterte Truhe durchsuchen. Und wer hätte es gedacht, noch ein Einladungsmedaillon. Kann ja keiner ahnen. Hallo, ich möchte das da, genau. Ich halte euch den Rücken frei. Schnappt sie euch. Wie sieht denn das aus, wenn du mir den Rücken frei hältst? Das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. So schaut das aus, wenn Jakan mir den Rücken frei hält. Interessant. Ich glaube, mein Stab ist angebrochen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen an. Jo. Also das fünfte Medaillon hole ich auf jeden Fall noch in dieser Folge. Und dann wird es Zeit für einen Schnitt. Und ich nehme an, dass die nächste Folge dann in die Folgequest reinläuft. Ihr schafft das. Aber das ist okay. Es wird dann wahrscheinlich nur ein paar Minuten in der nächsten Folge dann noch weitergehen. Aber das passt schon, gehört ja zusammen. Kann man in einem Rutsch machen. Wer verkrümelt sich denn da? Okay, da hinten, wo es lila leuchtet. Irgendwer hat sich da gerade verkrümelt. Andere Angelegenheit, Mimimi, nur um dazu zu geben, dass sie Schiss hat. Ich halte euch den Rücken frei. Schnappt sie euch. Was war denn das jetzt? Das war doch für einen Moment was Riesiges zu sehen hier.
Wow. Mein Kriegstortentimer. Sollte ich das jetzt hier nicht looten können? Hä? Ist das eine Fake-Truhe? Ist das echte, die echte woanders? Finde ich jetzt gerade nicht so spannend. Hallo, Spiel? Vorhin hatte die Truhe noch eine lila Wolke und einen Questmarker. Und jetzt nix. Ich fürchte, ich muss hier mal reloggen. Ich mach mal Pause-Taste für das. Bis gleich. So, ich habe also jetzt neu den Char neu eingeloggt. Jetzt versuchen wir es nochmal. Das hat den Bug gelöst. Ja, gut. Jo. Das sind alle 5 Medaillons. Kommt. Ich glaube, ich habe einen Weg hier rausgesehen. Gut, dann wird es hier wahrscheinlich gleich enden und wahrscheinlich die nächste Folge, die nächste Quest starten. Da schneide ich jetzt gerade mal nicht. Sollte ich hier trotzdem entschieden haben zu schneiden, lasse ich mal ganz kurz die Quest am Bildschirm. Ich habe einen Brief von Fürstin Arabelle Davos erhalten, in dem sie mich bittet, ihren Mittelsmann Jakan in Eldenwurz Wegesruhe oder Kramfeste zu treffen, je nachdem, welcher Allianz ich angehöre. Sie möchte, dass ich ihnen bei einer Angelegenheit helfe, die für alle Allianzen von großer Bedeutung ist. Ich habe, also wir sollten hier Jakans Freundin Valessea suchen, eine Hochelfin, und die hat uns daran, die haben wir auch gefunden, und die hat uns gebeten, die restlichen, also 5 Medaillons zu finden, die haben wir inzwischen schon aufgesammelt, und ja, wahrscheinlich habe ich ja gar nicht geschnitten, weil es ja nicht mehr lange gehen dürfte. Wir haben alle 5 Medaillons wiederbeschafft und wurden Zeugen eines überraschenden Auftritts der rätselhaften, emporstrebenden Verfechterin, von der wir so viel gehört hatten. Was für ein Glück. Gute Arbeit, wenn ich das sagen darf. Was machen wir jetzt, Jakan? Jetzt bringen wir diese Medaillons zu Fürstin Arabelle. Ich kann es kaum erwarten, euch vorzustellen. Sie ist wirklich bemerkenswert. Eine ehemalige Offizierin der Löwengarde. Spionin und Agentin für Großkönig Emmerich und weltberühmte Schriftstellerin. Doch erwähnt Letzteres nicht. Fürstin Arabelle ist Schriftstellerin? Sag mir nicht, dass die Romanserie Detektivin Vala geschrieben hat. Oh, sie gibt nicht gern an. Sie wird es sogar vehement abstreiten, wenn ihr sie fragt. Doch sie schreibt diese wunderbaren Ermittlerin Vala-Romane. Zumindest munkelt man das auf der Straße. Auf jeden Fall sollten wir uns in Bewegung setzen, bevor noch mehr vom Orden der Emporstrebenden auftauchen. Na, da habe ich ja mal gut geraten. Das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst, aber er hatte ja Ermittlerin Vala im Eingangsgespräch erwähnt und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, vielleicht... Naja, und so ist es auch. Wo finden wir Fürstin Arabelle? Ich markiere den Standort Ihres Lagers auf eurer Karte. Es ist sicherer, wenn wir uns aufteilen. Deshalb treffe ich euch dort. Behaltet fürs Erste die Medaillons. Ich gebe es nur ungern zu, doch ihr könnt besser auf sie aufpassen als ich. Mein Schlachtfeld ist die Liebe. Das glaubst auch nur du. In Ordnung, ich treffe euch im Lager von Fürstin Arabelle. Wir sehen uns im Lager von Fürstin Arabelle. Das gehört noch zu dieser Quest, ne? Jakan hat mich gebeten, ihn mit Fürstin Arabelles Lager zu treffen. Ich sollte mich auf den Weg dorthin machen. Gut, ich weiß echt nicht, wie lange das jetzt noch geht. Das ist immer das Problem, wenn man eine Quest blind filmt. Also, wenn man eine Quest filmt, die man vorher noch nicht gespielt hat, dann weiß man immer nicht, wie viel Zeit das noch erfordert. Ich denke, ich mache hier mal eine neue Aufnahme auf. Ich kann das jetzt, wenn es immer viel ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.